Sie sind hier 31. August 2018, 21.09 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Sascha Mölders und der TSV 1860 München setzten sich 2:0 gegen Cottbus durch. Urheberrecht Getty Images. Die Münchner Löwen sind in der 3. Liga weiter auf dem Vormarsch. Im Aufsteigerduell gegen Cottbus gelingt dem TSV 1860 ein Heimsieg und damit der Sprung auf Rang 3. Aufsteiger 1860 München ist mit dem dritten Saisonsieg zumindest vorübergehend auf den dritten Tabellenplatz der 3. Liga geklettert. Zum Auftakt des 6. Spieltags setzten sich die Löwen mit 2:0, 1:0 gegen Energie Cottbus durch und verbesserten ihre Ausbeute auf 10 Punkte. Dabei profitierte das Team von Trainer Daniel Birufka von einem Eigentor der Gäste durch Fabian Graudens. 33. Für das 2:0 sorgte Nico Kager. 59. Cottbus rutschte mit 8 Zählern auf den 9. Rang ab. Anzeige: Jetzt das neue Trikot von 1860 München oder Energie Cottbus kaufen? Hier geht es zum Shop im Grünwalder Stadion. War München die überlegene Mannschaft? Cottbus tat sich gegen gut organisierte Löwen schwer. In der 33. Minute prallte ein Freistoß von Simon Lorenz aus dem rechten Halbfeld am zweiten Pfosten gegen den Oberschenkel von Graudenz und landete zur verdienten Führung der Gastgeber im Tor. Nach der Pause war es Kager, der nach einem Steilpass von Adriano Grimaldi freistehend vor dem gegnerischen Tor zum 2:0 abschloss.